Mit einem Festabend feierte der Kreisverband Mühldorf der CSU sein 70-jähriges Bestehen. Die Erkrankung von Karl Lehmann machte eine Programmänderung nötig und die Anschläge von Paris überschatteten die Feier, die Rückschau bot und die großen Zukunftsaufgaben der Politik aufzeigte. Sie wissen ja, Mühldorf TV schauen ist gerade so, als wären Sie selbst dabei gewesen. Die Orkarre aus Ampfing und Umgebung sorgten für gute Unterhaltung, während die geladenen Gäste im großen Saal im Haus der Kultur Platz nahmen, heimlich aus der Ecke beobachtet vom Übervater der CSU von Franz Josef Strauß. Unter den Gästen Ortsvorsitzende, Gemeinde-, Stadt- und Kreisräte, Bürgermeister, Altbürgermeister und Altgediente. CSU-Kreisvorsitzender Staatsminister Dr. Marcel Huber konnte so den Ehrenkreisvorsitzenden willkommen heißen. MDL-AD Nikolaus Asenbeck, seine Kollegen Uli Lode und Hans Rambold, Bundestagsabgeordneten Stefan Mayer, dessen Vorgänger Josef Hollerith und natürlich Landrat Georg Huber. Als Organisatorin war Bezirksrätin Claudia Hausberger dabei und ihre Vorgänger Annemarie Haselberger und Alfred Landenhammer. Willkommen heißen konnte er auch die JU, die Frauenunion, die KPV, die CSA und viele mehr, etwa auch die Kinder des Gründers Sebastian Huber. Ebenfalls gekommen waren SPD-Kreisvorsitzender Günter Knoblauch und die FDP-Kreisvorsitzende Sandra Bubendorfer. Sein besonderer Gruß galt den Pfarrern Martin Garmeier und Susanne Vogt. Um das 70. Gründungsjubiläum würdig feiern zu können, muss man sich an die Anfänge erinnern, als gleich nach dem verlorenen Krieg Mangel an allem herrschte, an Wohnraum und sogar an Lebensmitteln. In dieser Situation haben sich Menschen auf den Weg gemacht, ein demokratisches Deutschland aufzubauen, eine mutige Entscheidung. Gerade in Zeiten, als Parteien durch die NSDAP ganz schlechten Ruf genossen. Damals gab es viele Aktivitäten und Strömungen, aus denen sich erst langsam entwickeln musste, was Bayern heute ausmacht. Das alles konnte nur gelingen, weil man sich auf einen Kompass geeinigt hat, der auf christlich-sozialen Werten beruht. Dieser Kompass wird die Gesellschaft auch durch diese Zeit führen, auch wenn das nicht ganz einfach ist. Es gibt also genug Grund, stolz zu sein und zu feiern. Also, wir sind dankbar, wir sind stolz und ich glaube, wir haben heute wirklich einen Grund zu feiern. Herzlichen Dank. Pfarrer Martin Garmeier und Pfarrerin Susanne Vogt gedachten den verstorbenen Mitgliedern, besonders der erst kürzlich verstorbenen AKS-Vorsitzenden Roswitha Meierhofer. In ihren Gebeten gedachten sie der Opfer der Anschläge in Paris und hofften auf Gottes Schutz zum Wohl der gesamten Gesellschaft. Die Orkarrer lockerten die Feierstunde auf. Den erkrankten Karl Lehmann vertrat Max Heimerl und moderierte die Veranstaltung. Die Gäste sandten mit einem kräftigen Applaus Genesungswünsche nach Kreiburg. Max Heimerl fragte sich, ob man angesichts der Anschläge von Paris überhaupt so ein Jubelfest feiern darf. Ich bin überzeugt, man darf nicht nur, man muss sogar. Von dieser Feier sollte so ein Zeichen ausgehen, dass wir unsere Kultur und unsere Freiheit verteidigen werden. Er wollte versuchen, die zurückliegenden 7 Jahrzehnte des Kreisverbandes Revue passieren zu lassen. Dazu wollte er zusammen mit den Gästen auf eine Zeitreise gehen. Schon gleich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges haben sich Bürger daran gemacht, das Land neu zu gestalten. Am 26. Oktober 1945 stellte der Schwindkirchener Bürgermeister Sebastian Huber einen Antrag zur Neugründung einer Partei an die Militärregierung in Mühldorf. Diesen Brief verlas Max Heimerl. Der unterzeichnete Bürgermeister Huber Schwindkirchen ersucht um die Erlaubnis zur Neugründung einer politischen Partei im Landkreis Mühldorf. Der Name der Partei soll lauten Christlich-Soziale Union. Sebastian Huber gehörte nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten der Opposition an. Er litt an allerlei Einschränkungen und war überzeugt, die Mitglieder der zahlreichen Splittergruppen würden sich mit der Zeit der CSU anschließen. Noch im Gründungsjahr trat Otto Simmer der CSU bei. Der über 90-Jährige war im Oktober 1945 aus der Kriegsgefangenschaft heimgekehrt und schon im Januar der CSU beigetreten. Er berichtete ausführlich, wie das damals war. Von 1967 bis 1994 führte Nikolaus Asenbeck den Kreisverband. Er
Er vertrat den Landkreis von 1974 bis 1994 im Landtag und war in dieser Zeit maßgeblich an der Gebietsreform und an der Realisierung der Autobahn A94 beteiligt. Nikolaus Asenbeck trat 1955 der CSU bei und gestaltete von Anfang an mit. Nikolaus Asenbeck erinnerte sich ausführlich an die lange Zeit, in der sich so viel geändert hat, dass es hier gar nicht wiedergegeben werden kann. Die zentrale Stütze der Partei ist Annemarie Haselberger, die als Kreisrätin, Bezirksrätin und jetzt als Bürgermeisterin die Fahne der Partei hochhält. Sie berichtete von der Arbeit des Bezirkstages, dem sie 19 Jahre lang angehörte und der wertvolle Arbeit im sozialen Bereich leistet. Von 1994 bis 2002 führte Uli Lode den Kreisverband und saß auch im Landtag. In seine Zeit fiel die Reform der Krankenhäuser mit der Schließung des Hauses in Neumarkt-St. Veit. Das führte natürlich zu erheblichen Diskussionen. Dafür konnte er den Bau des Autobahnabschnitts von Altötting bis Ampfing mit anschieben. Ein Urgestein der CSU ist der Fraktionsvorsitzende im Wackreiburger Stadtrat und im Kreistag Anton Sterr. Er war Anfang der 70er Jahre mit einem Paukenschlag zur CSU gekommen, als er als 19-Jähriger die Auflösung des Ortsverbandes Ill durch die Übernahme des Vorsitzes verhindert hat. Als er ein Jahr später als Türsteher einer Wahlveranstaltung von Franz Josef Strauß in Wackreiburg besuchte, war er sicher, in der richtigen Partei zu sein. Große Bedeutung hat für Landrat Huber die Bildung. Er hat sogar das Studieren der Horm eingeführt. Ein Grund für dieses Engagement ist seine Herkunft, die ihm viele Wege verschlossen hatte. Heute stehen dagegen allen alle Wege offen, egal aus welcher Familie sie stammen. Das haben sie zusammen mit Max Heimerl und Staatsminister Dr. Marcel Huber geschafft. Besonders stolz ist der Kreisverband natürlich auf ihren Vorsitzenden, Staatsminister Dr. Marcel Huber, dem sie mit einem kräftigen Applaus für seinen Einsatz dankten. Nachdem er nun schon in 6 Funktionen im Kabinett berufen wurde, sollte er eine kleine Zwischenbilanz seiner engagierten Arbeit ziehen. Nach 22 Jahren als Tierarzt wechselte er in die Politik, erinnerte sich Dr. Marcel Huber. Das war gut, weil er als Quereinsteiger auf viele Dinge einen ganz anderen Blick hatte. So trug er im Kultusministerium zum Erhalt der Hauptschule bei und zu der Neuaufstellung als Mittelschule. Heute steigen die Schülerzahlen dort wieder und die Wirtschaft wartet auf jeden Abgänger. Später die Olympiabewerbung, der Müller-Brot-Skandal, TBC bei Rothirschen und das Hochwasser waren Themen, die ihn seither beschäftigten. Und derzeit das Thema Flüchtlinge, das er heute als Leiter der Bayerischen Staatskanzlei und Minister für Bundesangelegenheiten und Sonderaufgaben und als Leiter des Krisenstabes Asyl zu bewältigen hat. Hätte er das alles damals gewusst, als ihn Ministerpräsident Seehofer in die Staatskanzlei berief, er wusste nicht, ob er gewechselt hätte. Dr. Marcel Huber ging kurz auf die Herausforderungen der gegenwärtigen Zuwanderung ein, die nur gemeinsam zu bewältigen sind. Dabei klammerte er auch die Anschläge in Paris nicht aus und warnte davor, in allen Flüchtlingen Terroristen zu sehen. Er hoffte, das alles ändert nicht die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung. Die Staatsregierung hatte eine Reihe Maßnahmen beschlossen, mit denen die Zahl der Flüchtlinge reduziert werden soll. Dazu gehört die Aufstockung der Polizei an der Grenze, die Einführung eines Flüchtlingsausweises und die verstärkte Kontrolle durch eine ausgeweitete Schleierfahndung. So war Dr. Marcel Huber sicher, die CSU wird den christlich-abendländischen Wertekompass auch erhalten können, damit man auch die kommenden 70 Jahre übersteht. Auch wenn es bis dahin noch viele weitere Herausforderungen zu bestehen geben wird. Max Heimerl dankte allen, die der CSU 70 Jahre lang ein Gesicht gegeben haben. Nach einem Stück der Orkara verloste Max Heimerl zusammen mit Helfern aus der JU die gespendeten Geschenkkörbe, während sich die Gäste ein gepflegtes Buffet schmecken ließen und dabei so manche alte Freundschaft pflegten. Ja,